Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video gibt es die Kritik zu Befehl aus dem Dunkel. Ich muss im Vorderrhein oder ich möchte im Vorderrhein eine Sache sagen, und zwar wird es nach Befehl aus dem Dunkel erstmal eine Pause geben mit Godzilla, weil ich möchte jetzt nicht zu viel Godzilla auf meinen Kanal bringen. Also, gut, das ist jetzt falsch gesagt, ich möchte schon Godzilla auf meinen Kanal bringen, aber jetzt nicht sofort in einem Monat die kompletten Godzilla-Filme. Deswegen wird es nach dem Befehl aus dem Dunkel erstmal eine kleine Pause geben. Es kommen dennoch Videos. Allerdings derzeit nicht Godzilla. Nur, dass wir da uns jetzt nicht falsch verstehen. Vielleicht mache ich aber auch noch Ungeheuer aus dem Meer, dass ich dann schon mal bis zum siebten Teil komme, weil der zweite Teil ist ja immer noch nicht auf meinen Kanal hochgekommen. Habe ich auch noch nicht abgedreht. Das muss ich unbedingt machen, aber zeitlich ist das gerade schwierig bei mir. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich einfach sagen, Godzilla 2. Von 1955 werde ich höchstwahrscheinlich erst nach den Showa-Filmen drehen. Oder vielleicht zwischendurch, keine Ahnung. Weil ich möchte jetzt erstmal so weitermachen, als wäre der zweite Teil schon vorhanden, weil ich habe jetzt keine Lust, nach dem sechsten Teil schon auf den zweiten zu gehen und dann vom zweiten Teil wieder auf den siebten Teil. Ich denke mal, das versteht ihr auch schon. Aber gut, kommen wir erst einmal zu der Story. Die Astronauten Fuji und Glenn sollen den Planeten Alpha 707 erkunden. Ja, von Nummer 1, den Anführer der Aliens, oder besser gesagt der Alphas, erfahren sie, dass die Wissenschaft, was, dass die wissenschaftlich überlegenen Alpha-Bewohner von den dreiköpfigen Drachen King Ghidorah angegriffen werden. Sie fragen dann den guten Glenn und Fuji, ob sie dann mal die Regierung fragen könnten, ob die dann Rodan und Godzilla haben dürfen, damit die beiden gegen King Ghidorah dann kämpfen. Ja, was die aber allerdings noch nicht wissen, ist, dass die Alphas was Böses in dem, also, na gut, im Kopf, also, dass sie halt was Böses planen. Ja, und so nutzen sie dann später Godzilla und Godzilla und Rodan dazu, um dann die Erde zu erobern. Ja, das ist so ganz die Story. Ich sage im Vorderrhein, dass ich den Film jetzt nicht so hart kritisieren möchte, weil diese Version, die ich hier habe vom Befehl aus dem Dunkeln, ist stark geschnitten. Es fehlt sogar was ist unfreiwillig komisch, also es fehlt sogar die Szene, wo Godzilla am Tanzen ist. Und das finde ich sehr, 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 sehr schade, dass sie nicht immer mit dabei ist, weil die Szene, wo Godzilla da am Dancen war, die ist wirklich, die habe ich schon mal auf YouTube gesehen, die ist wirklich cool. Kommen wir zu dem, was mir erstmal gut gefallen hat. Ja, die Überleitungen. Es gab eine lustige Überleitung, und zwar hat jetzt habe ich den Namen natürlich nicht aufgeschrieben. Da war so ein junger Mann, der ist Erfinder und der hat ein Geräusch, also so eine Art Feuermelder, nur noch nerviger als ein Feuermelder. Und ja, das gibt es. Rausgebracht. Ja, später kommt heraus, dass dieses Geräusch auch die Aliens nicht ertragen können, aber das will ich euch jetzt nicht spoilern, sonst braucht ihr euch den Film auch gar nicht mehr angucken, wenn ich das euch jetzt alles sage. Ja, auf jeden Fall hat er das dann erfunden. Und er hat dann gesagt, wenn dein Bruder hat auch gesagt, wenn meine Empfindungen gut verkauft werden, möchte er einen Kopfstand machen. Und dann kommen wir gleich zu einer Szene, wo dann der Bruder, in dem Fall Fuji, dann über Kopf in der Rakete ist. Zumindest die Kamera über Kopf. Ja, also das war wirklich eine Überleitung, die ich sehr gut fand. Die Effekte waren gut. Also mir haben die Effekte gefallen. Zum Beispiel das Raumschiff, wenn es gerade durch das All schwebt, fand ich ziemlich gut gemacht. Auch wenn man weiß, wie wir es gemacht haben. Die waren natürlich in der Leinwand. Oder besser gesagt vorne Leinwand und dann da. Ja, ist ja ganz klar. Aber dennoch fand ich das ganz gut gemacht eigentlich. Also ich fand das jetzt nicht scheiße. Ich fand es jetzt besser, als hätte man das irgendwie versucht, jetzt da mit so einem Spielzeugrakete da irgendwie. Versteht ihr, was ich meine? Also dann lieber vor der Leinwand halt. Das fand ich schon ziemlich gut. Die Miniaturen haben mir ebenfalls gefallen. Gerade den Planeten Alpha. Den haben sie wirklich gut gemacht. Oder wie er heißt, Alpha 707. Von der Miniatur her war das wirklich ziemlich gut. Also ich habe schon wirklich gedacht, okay, das muss schon irgendwas anderes sein. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, also da muss man schon mal drauf kommen. Ich wusste jetzt nicht genau, wo die das gemacht haben. Ich denke mal, die haben so eine irgendwie auf dem Berg oder so gebaut, weil die können ja nicht dann an All da reisen und dann einen Film drehen. Aber dennoch hat mir das gut gefallen. Ja, die schauspielerische Leistung der Aliens. Naja, es kam mir so rüber, als wären die Alphas, ich sag mal Aliens. Also es sind ja eigentlich auch Aliens, aber ich finde Alphas
Also die Alphas, die schauspielerische Leistung von denen fand ich an sich ziemlich gut gemacht. Was mir nur nicht gefallen hat, ist, dass es immer so aussah, als hätten die überhaupt keinen Bock auf ihre Arbeit, also auf ihre Rolle. Das fand ich da nicht so gut. Man hatte sogar einen amerikanischen Schauspieler, der nämlich derjenige, der Glenn spielt, ist ein Amerikaner. Ich weiß jetzt natürlich wie immer nicht, wie er heißt, aber es ist ein amerikanischer Schauspieler in einem japanischen Film. Ja, das hatte man ja in den damaligen Filmen eigentlich relativ selten. Jetzt hat man das, wie gesagt, Befehl aus dem Dunkeln und das fand ich sogar ziemlich gut. Der Film selber ist übrigens wieder von Eiichiro Honda. Die Monsterkämpfe hier in dem Film fand ich übrigens auch gut. Aber jetzt kommen wir zu dem, was ich nicht so gut fand. Ja, das waren unter anderem die Kostüme der Alpha. Ich meine, guckt euch die mal an, wie die aussehen. Die Alphas, das sind diese silbernen, komischen Dingern da. Das sind die Alpha-Aliens und oh, die, also keine Ahnung, mit diesem Kostüm konnte ich mich überhaupt nicht anfreunden. Es sieht zwar nicht so deppert aus wie in den einen Godzilla-Filmen da, wo die Aliens da Aluhüte aufhaben, aber dennoch mit dieses Kostüm ist so, also ich konnte mich damit nicht anfreunden. Keine Ahnung, es ist nicht so meins. So, was habe ich denn noch aufgeschrieben? Ja, die Aussprache, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich es nicht so gut mag oder komisch finde, wenn man da die anderen Namen hört. In Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah war ja Ghidorah nicht Ghidorah, sondern Ghidorah. Und in dem Film hier, Befehl aus dem Dunkeln, ist Rodan nicht Rodan, sondern heißt hier Radon. Und das fand ich überhaupt nicht gut. Also keine Ahnung, warum man da jedes Mal so Fehler reinhauen muss in der deutschen Synchro, dass irgendwie ja Ghidorah oder Mothra. Dann irgendwie Godzilla und was weiß ich noch alles. Keine Ahnung, was das Ganze da irgendwie soll. Ja, und was ich natürlich auch nicht gut fand, ist, das hatte ich ja schon am Anfang gesagt, der Film ist extremst geschnitten. Und deswegen ist dieses Video auch ganz kurz oder also nicht wirklich lang, weil ich zu dem Film selber kann ich nicht viel sagen, weil der nur geschnitten ist. Das Wichtigste in dem Film habe ich eigentlich erzählt. Godzilla und Rodan kämpfen gegen Ghidorah. Ghidorah schwebt weg dann erstmal. Dann sind Godzilla und Rodan auf der Erde, greifen dann die Erde an, Ghidorah kommt zurück und die kämpfen gegen Ghidorah. Und das ist die Handlung des Films. Ja, und die versuchen gleichzeitig noch, also die Menschen versuchen dann noch, die Alphas aufzuhalten, den Planeten zu erobern. Ja, mehr kann ich auch nicht sagen, weil, wie gesagt, der Film ist stark geschnitten. Der geht, glaube ich, ungeschnitten über 90 Minuten und die Fassung, die ich habe, geht nur 1 Stunde und 17 Minuten. Und das ist also wirklich verdammt, verdammt kurz. So konnte man teilweise die Handlung nicht folgen und deswegen kriegt der Film auch nur von mir wirklich, das liegt nur an der geschnittenen Fassung, 6 von 10 Punkten. Sonst hätte der vielleicht sogar mehr bekommen, weil ein paar 10 waren ja gut. Aber die 10, die ja anfingen auch gut zu werden, wurden rausgeschnitten und ich weiß auch nicht, was diese Scheiße soll. Aber sollte ich den Film irgendwann nochmal finden in einer ungeschnittenen Fassung oder vielleicht in einem Kaiju Metal Pack günstig. Oder was ich, vielleicht kommt auch irgendwann nochmal auf Blu-ray raus, weil das ist ja ein Kandidat, der ja noch nicht auf Blu-ray rausgekommen ist. Dann werde ich mir den nochmal neu kaufen und den mir dann nochmal ungeschnitten angucken und dann werde ich nochmal eine neue Review zu machen, weil der Film selber, also die ungeschnittene Fassung, wenn man Filme schneidet, okay, gut, es hat ja einen Grund. Aber wenn man die Filme dann so schneidet, dass man überhaupt nichts mehr verfolgen kann und es einfach gar keinen Spaß macht, den Film mehr zu gucken, dann sollte man den Film auch wieder gar nicht rausbringen in dieser Fassung, in der geschnittenen Fassung oder in dem, den ich jetzt habe hier. Oder man nimmt die ungeschnittene Fassung. Ja, also das war es dann für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, als nächstes kommt dann irgendwie der vielleicht Ungeheuer aus dem Meer. Vielleicht wache ich auch wirklich jetzt erstmal nach Befehl aus dem Dunkeln Pause. Aber ich habe noch zwei andere Filme hier auf der Liste, die ich gerne reviewen möchte. Und zwar hätte ich einmal TCM 2, also Texas Chainsaw Massacre 2. Und noch einmal A Nightmare on Elm Street 6. Also könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Review ihr zuerst haben wollt. Ob ihr die zu Nightmare on Elm Street 6 haben wollt oder zu TCM 2, also Texas Chainsaw Massacre 2. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ciao. Und tut mir leid, dass ich die ganze Zeit auf die Notizen gucken musste. Haut rein.